Die Zeiten, als wir zum Testen von Tragkräften einen Eimer mit Wasser füllen und anschließend wiegen mussten, sind vorbei. Man braucht sich auch nicht mehr für mehrere hundert Euro eine industrielle Präzisionswaage zu kaufen. Heutzutage gibt es ausreichend genaue und sehr preiswerte Kofferwagen, bei denen man die erreichte Zugkraft digital ablesen kann. Das gleiche gilt für Mikrometerschrauben. Die braucht ihr zum Messen von Schnurdurchmessern. Beide Geräte zusammen kosten langfristig weniger als das, was ihr für minderwertiges Gerät im Laufe von nur einer Saison zu viel und überteuert bezahlt. Diese Anschaffung ist auf Dauer gesehen ihr Geld wert. 2,4 Kilo. 2,38. Und die hat noch nicht mal 10 Euro gekostet. Und ihr werdet diese Ausgabe bestimmt nie bereuen. Ihr glaubt ja gar nicht, wie oft uns diese beiden Messgeräte geholfen haben, bei der weltweit unübersichtlichen Flut von Produzenten und Angeboten mit ihren teils illusorischen technischen Angaben genau die herauszufiltern, die die besten und auch noch bezahlbaren Produkte hatten. Jeder Angler, aber auch die Händler, sollten sich diese beiden Messgeräte langfristig zulegen. Als Beispiel zeigen wir euch ein neues Wirbelmodell von uns. Den EasyClip-Wirbel. Den Clip gibt es schon länger. Mit dem Clip kann man ein Vorfach oder einen Köder sekundenschnell tauschen. Die Tragkraftangabe dieses Herstellers sind 12 Kilo. 9,34. Plus minus einer Messtoleranz, die nicht mehr als 10% betragen sollte. Alles, was über 15% ist, sehen wir und auch die meisten Verbraucherschützer als Betrug an. Angegeben mit 12. Gemessen haben wir den Clip mit ca. 9,3 Kilo. Ihr werdet also um etwa 30% betrogen. In der Auto- und Lebensmittelindustrie wären solche Abweichungen undenkbar und sogar gesetzlich verboten. Wenn ein Auto über 10% mehr verbraucht als vom Hersteller angegeben, kann man es wandeln oder sogar zurückgeben. Was die Abgase angeht, können viele deutsche Autobauer ein teures Lied davon singen. Wir produzieren den Clip aus einem hochwertigeren Stahl als üblich. Entsprechend höher ist die Tragkraft. Und genau diese drucken wir auf unsere Verpackungen. 13,14. Und das, obwohl er viel kleiner ist. Von uns bekommt ihr keine betrügerischen Angaben. Bleiben wir bei diesem aktuellen Beispiel. In der Verpackung des Mitbewerbers sind nur 5 Clips, von uns bekommt ihr doppelt so viele. Und die 5 Clips sind etwa doppelt so teuer wie unsere 10 Stück. In der Summe sind sie also 4-mal teurer. Von uns bekommt ihr sogar etwa 50% mehr Tragkraft für euer Geld, was bei anderen Produkten normalerweise den Preis noch weiter in die Höhe treiben würde. Genauso gut könnt ihr auch Schnüre und Stahlvorfächer testen. Dafür befestigen wir sowohl an der Waage als auch an dem Griff zum Ziehen für hohe Kräfte einen großen Karabiner. Für Kleinteile zu testen, hängen wir in den großen Karabiner noch kleine Snaps ein. Die braucht man zum Beispiel zum Anknoten von monofilen Schnüren. Im großen Karabiner würden die Knoten rutschen. Komplett durchgeschlüpft. Zum Testen von monofilen
müsst ihr den 100% Knoten verwenden. Alle anderen Knoten verlieren zu viel Tragkraft. Die kleineren Karabiner kann man so wählen, dass sie auch durch das Öhr eines Knotenlosverbinders passen. Den braucht ihr nämlich zum Testen von geflochtenen Schnüren. Der Schaft sollte lang genug sein, damit 10 Windungen drauf passen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass bei Schnüren, auf die Lauflänge gesehen, Produktions- oder Qualitätsschwankungen auftreten. Trotzdem bekommt man ein breites Spektrum an Messergebnissen. Das liegt daran, dass sich jeder Knoten anders zuzieht oder die Windungen auf einem Knotenlosverbinder anders liegen. Es reicht schon aus, wenn ein Faden über einen anderen kreuzt und ihn beim Ziehen quetscht. Daher könnt ihr davon ausgehen, dass der höchste ermittelte Messwert für die ganze Schnur zutrifft. Bei vielen Schnüren werdet ihr doppelt betrogen, sowohl bei der Tragkraft als auch beim Durchmesser. Bei der Tragkraft erkennt ihr sofort die prozentuale Abweichung. Am meisten betrogen wird daher bei den Durchmessern, denn das ist Beschiss hoch 2. Hoch 2 deshalb, weil die Tragkraft nicht proportional zum Durchmesser wächst, sondern quadratisch mit der Fläche. Einfaches Beispiel. Angenommen, eine Schnur mit einem Durchmesser von 1 mm trägt 10 Kilo. Bei einem doppelten Durchmesser von 2 mm trägt sie nicht 20, sondern 40 Kilo. Wir haben für euch eine Tabelle vorbereitet. Die könnt ihr abfotografieren oder einen Screenshot machen und dann ausdrucken. Die Tabelle zeigt euch in 10% Schritten, um wie viel Prozent ihr noch zusätzlich durch falsche Durchmesserangaben bei der Tragkraft gegenüber ehrlichen Angaben getäuscht werdet. Wenn eine Schnur zum Beispiel 20% dicker ist als eine Vergleichsschnur, zum Beispiel eine 15er und eine 18er, dann müsste die 18er bei gleicher Schnurqualität eine um 44% höhere Tragkraft haben als die 15er. Mithilfe dieser Tabelle könnt ihr auch Schnüre mit unterschiedlichen Durchmessern vergleichen, weil ihr die Tragkräfte ausrechnen oder auch schätzen und dann vergleichen könnt. Dazu muss nur ein Durchmesser und die dazugehörige Tragkraft bekannt sein. Um so viel höher wie in der Tabelle gezeigt, müsste theoretisch die Tragkraft einer Schnur sein, wenn der von euch gemessene Durchmesser dicker ist als die Angabe des Herstellers. Das zu wissen ist sehr wichtig, wenn ihr Schnüre vergleicht. Denn ihr müsst eure tatsächlich ermittelte Tragkraft und die von euch gemessenen Durchmesser vergleichen und nicht das, was auf dem Etikett steht. Das Ganze mit einer lockeren Schnur? Da zeigt sie nur noch 20 an. Tatsächlich hat sie 28. Es ist wichtig, die Schnur stramm zu ziehen, sonst drückt sie sich total zusammen. Minderwertige, billige Qualität bekommt besonders hohe Schummelwerte, um einen Verkaufsvorteil zu erzielen und die Gewinne zu steigern. Wenn ihr beim Messen einen besseren Wert ermittelt als angegeben, dann hat der Artikel einen Bonuswert verdient. 10,3? Boah! Eigentlich wäre das Thema mit diesem Satz erledigt. Sollte. Jetzt kommt der Schocker.
Bei gleichem Material sollten alle Flechtschnüre mit gleichen Durchmessern die annähernd gleichen Tragkräfte haben. Es gibt kein anderes Produkt, mit dem in der Angelbranche durch Betrug und Täuschung mehr Kohle gemacht wird als mit gefakten Flechtschnüren. Und zwar durch Beimischung von billigen Polyesterfasern. Kostet fast gar nichts. Damit wird der große Reibach gemacht. Und ihr seid die Gelackmeierten. Auf der Verpackung wird der Eindruck erweckt, dass es sich um eine Dyneema-Schnur handelt. Das ist wie bei den Fruchtsäften, die keine Frucht enthalten. Da wird getrickst, was die Beugung der Paragraphen noch gerade so zulässt. Eure einzige Möglichkeit, den Betrügern auf die Schliche zu kommen, ist, selber die Durchmesser und Tragkräfte zu messen und zu vergleichen. Denn Polyester hat nur etwa 10% der Zugfestigkeit von Dyneema. Das ist der Grund, warum bei gleichem Durchmesser Flechtschnüre unterschiedliche Tragkräfte haben. Weil sie mit Polyester gepanscht sind und daher bei gleichem Durchmesser eine geringere Tragkraft haben. Wir haben mal ein gutes Dutzend Fremdfabrikate mit dem Spinnfaden verglichen. Vom Spinnfaden wissen wir, dass er zu 100% aus HMPE-Fasern hergestellt wird. Etwa ein Drittel der Fremdfabrikate hatte beim Testen eine vergleichbare Tragkraft wie der Spinnfaden, aber beim Rest der Schnüre fanden wir Abweichungen von bis zu 30% nach unten. Das heißt, die waren mit anderen Fasern gestreckt. Bei unseren Messungen haben wir bei einer amerikanischen Marke herausgefunden, weil wir zufällig das Werbevideo mit dem Schnurtest auf YouTube gesehen haben, dass in den Läden offensichtlich eine andere Schnur auf den Spulen verkauft wird, als in dem Video auf YouTube gezeigt wurde. Ich habe mal einen Welsangler am Rhein damit schockiert, dass seine ach so teure japanische Schnur, die er mir stolz gezeigt hat, statt der angegebenen 23 Kilo nur 11 Kilo trägt. In einem Achtfachgeflecht bringt jede Faser 12,5% der Tragkraft. Da die Messtoleranzen bei 10% liegen können, ist es sehr schwer festzustellen, ob eine der Fasern durch Polyester ersetzt wurde. Aber je mehr Polyesterfasern beigemischt sind, desto leichter ist es, den Betrug zu entdecken. Daher entstehen bei den Tragkräften die teilweise großen Abweichungen nach unten. Bei den Schnüren müsst ihr übrigens die beiden Schummelwerte addieren. Wenn die Schnur 20% dicker ist als angegeben, macht das einen Schummelwert von ca. 45%. Und wenn dann noch die Tragkraft um 25% abweicht, dann seid ihr in der Summe um 70% betrogen worden. Schlimmer geht nimmer, weit gefehlt. Was die meisten von euch nicht wissen, ist, dass die extrem dünnen Durchmesser viel teurer sind als die etwas dickeren. Wenn auf der Spule die etwas dickere Schnur drauf ist, auf dem Etikett aber der dünnere Durchmesser angegeben ist, dann hat man euch die dickere Schnur zum Preis der teureren, dünnen verkauft. Mit diesem fiesen Trick werdet ihr noch zusätzlich über den Tisch gezogen. Jetzt wisst ihr, warum die beiden Messinstrumente ihr Geld langfristig wert sind. Denn bei den Schnüren werdet ihr oft nicht nur doppelt, sondern gleich dreifach betrogen. Manche Angaben sind offensichtlich sowas von daneben, dass man schon gehirnamputiert sein muss, um auf den Betrug hereinzufallen. Wenn so eine Gaunerfirma gleich alle vier Betrugsmaschen gleichzeitig einsetzt, dann klingelt's bei denen so richtig in der Kasse. Wundert euch beim Messen nicht, wenn euer Mikrometer bei ein und derselben Marke
bei zwei unterschiedlichen Werten auf den Etiketten den gleichen Durchmesser anzeigt. Das ist eine gängige Masche, um das Schnurangebot künstlich zu vergrößern und den Umsatz dadurch nochmals zusätzlich zu steigern. Wisst ihr, wer am Ende der Betrogene ist? Leider die ehrlichen Anbieter und die Angler. Warum erzählen wir euch das? Weil wir in erster Linie Angler sind und nicht zu den Dummen gehören wollen, die sich aufgrund ihrer Gutgläubigkeit von Gaunern und Betrügern über den Tisch ziehen lassen. Wenn wir nicht das außerordentliche Glück hätten, zu den Insidern zu gehören, würden uns diese skrupellosen Abzocker genauso übers Ohr hauen wie euch. Dann würden wir auch zu den Opfern gehören. Das möchten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten verhindern, denn wir betrachten euch als unsere Angelkollegen. Da der Gesetzgeber nichts gegen diese betrügerischen Praktiken unternimmt, könnt ihr marktwirtschaftlich selber was dagegen unternehmen. Dann wird der Betrug irgendwann weniger. Erstens, weil sich sowas rumspricht, und zweitens, weil es sich nicht mehr lohnt. Gauner und Betrüger wird es immer geben. Aber es ist ein absolutes No-Go, dass diese den Ehrlichen das Leben schwer machen, sondern im Gegenteil, die Ehrlichen sollten den Betrügern das Leben so schwer wie möglich machen. Ehrlich währt am längsten.